Dank Christi Himmelfahrt bekam ich die Gelegenheit, über meinen Angelfreund Kai einen Tag an der Aa zu verbringen. An dem Tag probierte ich es mit der Spoonroute, mit Gummi und Spoons und auch mit der Fliegenroute. Dieses Stück der Aa ist erst vor wenigen Jahren renaturisiert worden und hat wirklich schöne Stellen und Rauschen und auch ein paar tiefere Gumpen. Durch die Fließgeschwindigkeit und die Tiefe des Wassers stieg ich auf ein 1,8 Gramm Spoon um. Das mit den kleinen Snaps ist manchmal schon eine ganz schöne Fummelei. Da die Forellen wahrscheinlich in dem Abschnitt noch nie einen Spoon gesehen haben, war ich echt mal gespannt, ob die Forellen den Köder attackieren. Der erste Biss sollte auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Der erste Fisch hängt und es war ein mittelgroßer, aber doch schöner Döbel. Ich bin ein Stückchen weiter flussab gegangen und probierte es im nächsten Abschnitt. Auch hier dauerte es nicht lang, bis der nächste Fisch den Köder nahm. Diesmal war es eine kleine Bachforelle. Ein Döbel, eine Bachforelle.
Ein Döbel, eine Bachforelle. Schöne große Döbel und eine kleine Bachforelle. Naja, der Döbel war doch kein Riese, aber zumindest ein schönes Tier. Macht aber Spaß. Ja. Hat noch zwei, drei Bisse gehabt. Der Wasserstand ist auch gut jetzt. Der Wasserstand ist auch gut. Das Wasser hat so eine hervorragende Qualität und es ist so klar, echt der Wahnsinn. Selbst kulturell bekommt man was an der Ahr geboten. Hier hat sich wohl ein Künstler mit Steinskulpturen verewigt. Das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Wie man hier gut sehen kann, ist hinter dieser Rausche ein ruhiger Kehrwasserbereich, der auch mit Sicherheit an der Tat bis 2 Meter tief ist. Und hier werden mit Sicherheit einige Fische stehen. Und da ist der nächste am Band. Hier auch wieder eine wirklich bilderbuchschöne, gezeichnete Bachforelle.
In dem Bereich, wo ich jetzt warte, ist es relativ flach und auf der rechten Uferseite befindet sich die Strömungskante und da ist auch eine etwas tiefere Rinne. Dass dort Fische stehen, ist eigentlich logisch. Auch diesmal war es wieder eine wirklich schöne Bachforelle. Absolut makelloser Fisch. Top-Qualität. Hier muss die Forelle den Köder von der Seite gepackt haben und hat den Haken nicht erwischt. Auf ein neues. Den zweiten Versuch konnte sie nicht widerstehen. Hier kann man auch ganz genau erkennen, dass halt die Forellen im Fließgewässer wirklich keine große Zeit haben, den Köder zu kontrollieren, abzuchecken, sondern attackieren und nehmen ihn meistens direkt. Bei Teichforellen, die mehr die Zeit haben, den Köder nachzugehen, zu attackieren, loszulassen, wiederzunehmen, ist eine ganz andere Angelei am Fließgewässer. Auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, wieder eine Top-Bachforelle, einwandfrei, schön gezeichnet, schöne Punkte, makellos, keine Verletzungen, wirklich sehr, sehr schöne Tiere. Vielleicht könnt ihr an meiner rechten Hand im Wasser einen Döbel sehen, den ich ein paar Mal angeworfen habe. Einmal hat er kurz reagiert, aber den Köder hat er nicht wirklich genommen. Da der Döbel relativ grundnah stand, probierte ich es anstatt mit einem Spoon, mit einem Tungstenkopf und einem Gummiköder. Der Döbel schwamm auf die andere Seite in das tiefere Wasser und da konnte ich ihn nicht mehr gezielt anwerfen.
Hier habe ich genau vor mir zur Linken im tieferen Bereich einen relativ großen Stein. Genau dahinter steht eine schöne Forelle. Die habe ich bestimmt 3-4 Mal angeworfen, bis sie gleich das erste Mal den Köder attackiert. Kann man jetzt schon sehen. Der Köder treibt ab, kommt hinter dem Stein hervor. Da kann man sehen, wie die Forelle hinterherkam mit dem offenen Maul. Direkt wieder hingeworfen. Wie gesagt, durch den Strömungsdruck hat die Forelle keine große Entscheidungszeit. Und zack, hat sie ihn genommen. Die scheint auch ein bisschen besser von der Größe her zu sein. Das merkt man direkt bei den ersten Fluchten im Dröll. Das geht schon bald als Running Gag durch. Immer wenn ich Forellen am Drillen bin, klingelt mein Telefon. Klingt zwar makaber, aber die Forelle ist dann zu dem Titelsong von Mord mit Aussicht auch in meine Kühlbox gewandert. Ein schöner massiger Fisch, der dann wie gesagt zum Abendbrot verzehrt wurde. Nach einer kurzen Mittagspause wechselte ich dann die Spoonroute und ging mit der Fliegenroute los. Die Stelle, die ich beangelte, war eine recht große Gumpe hinter dieser Rausche auf dem gegenüberliegenden Ufer. Hier ist eine Wassertiefe von 2,5 bis 3 Meter. Als Köder verwendete ich eine kleine, orangefarbene Goldkopf-Streamer-Nymphe. Die Fliegenrute, die ich hier mit hatte, ist eigentlich für die A zu schwer. Das ist eine Klasse 6 Route, mit der angle ich eigentlich in Dänemark an größeren Seen auf Lachsforellen. An der A reichen eigentlich Routen mit einer Schnurklasse von 3 bis 4. Das sind vollkommen ausreichend.
für die Angelei mit Streamern an der Fliegenroute passt es gerade noch so. Für Trockenfliegen wäre die Route definitiv zu schwer und nicht praktikabel. Ich konnte noch zwei Fische mit der Fliegenroute überlisten, eine kleine Bachforelle untermaßig und einen kleinen Döbel. Nur leider ist mir kurz vorher der Akku ausgegangen und ich habe es zu spät gemerkt. Somit kann ich leider die beiden Fänge nicht mehr zeigen. Ich wechselte nachher nochmal die Fliegenroute kurz vor Feierabend zur Spoonroute und damit ging noch ein bisschen was. Den Spot habe ich morgens schon mal beangelt und jetzt haben wir gut 4 Stunden später und einige Forellen wollten immer noch beißen. Auch hier wieder eine sehr schöne Bachforelle, gebissen hat sie auf einen gelb-orangefarbenen Spoon. Einfach schöne Tiere, schöne Punkte, sehr intensiv gefärbt. Und die nächste. Wieder eine kleine Bachforelle, die den Köder direkt nahm. Da die meisten meiner Spoons keine Widerhaken besitzen, konnte sich der Fisch von alleine lösen. An dem Tag hatte ich auch unzählige Fehlbisse. Ich weiß gar nicht, wie viele seitliche Attacken meine Spoons und die Gummis auch, gerade die Gummis, abbekommen haben. Und zack, Fehlbiss. Das war mit die Topfarbe des Tages.
Was mir sehr gut und positiv aufgefallen ist, dass dieses Stück der Aa wirklich extrem sauber ist. Kein Müll am Ufer, kein Müll im Wasser. Man muss sagen, die Vereine oder speziell dieser Verein, bei dem ich war, der Lohrsdorfer Verein, hat top Arbeit geleistet. Ein super Gewässer, guter Fischbesatz, gesunder Fischbesatz. Es war ein sehr erholsamer Tag mit wirklich schönen Fischen. Danke nochmal für die Möglichkeit, hier angeln zu dürfen. Es war ein sehr angenehmer Tag mit netten Gesprächen und ich denke mal, wenn es sich dieses Jahr nochmal ergibt, komme ich gerne nochmal wieder. Falls jemand jetzt auch Interesse bekommen hat, an der Aa zu angeln, dies ist bei manchen Gewässerabschnitten möglich und man kann sich über den Touristikverband Bad Neuenahr Informationen holen, bei welchen Vereinen Gastkarten ausgegeben werden. Bis dahin.